war sehr schön für mich, hier heute in Luxemburg zu sein und besonders auf diesem Campus, weil der so schön ist. Dieser Mix zwischen den modernen und den Gebäuden und den alten Stahlwerken, den Überbleibseln, so ein tolles Flair, so ein schöner Charakter, dass ich direkt gedacht habe, hier könnte ich mir richtig gut vorstellen, auch noch zu studieren. Ja. In meinem Vortrag heute ging es darum, dass YouTube oder das Internet und Wissenschaft total gut zusammenpassen. Was man zunächst vielleicht gar nicht denkt, wenn man denkt, Internet ist laut, irgendwie emotional, humorvoll, Unterhaltung, sehr viel Konkurrenz. Man muss sehr stark auffallen. Man kann nicht so gut mit trockenen Zahlen oder Fakten punkten. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall, weil im Internet können gerade so Nischen wie auch Wissenschaft viel besser überleben als zum Beispiel im Fernsehen. Denn wenn Menschen zum Beispiel meine YouTube-Videos schauen, dann haben sie da drauf geklickt. Sie haben gesagt, ja, das möchte ich sehen. Sie möchten es wirklich wissen. Und deswegen habe ich da eine ganz andere Ausgangssituation als zum Beispiel im Fernsehen. In der heutigen Zeit gibt es so viele Schnittstellen zwischen Politik und auch Gesetzesgebungen, dem echten Alltagsleben der Menschen und der Wissenschaft. Aber bei diesen Überschneidungen, bei diesen Schnittstellen fehlen Dolmetscher, wenn man so will. Also das Beispiel Gentechnik. Da gibt es Expertinnen und Experten, die daran arbeiten. Und es gibt Menschen, die Gesetze verabschieden müssen oder die Regulierungen aufsetzen müssen. Die Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen für unser alltägliches Leben, wissen die auch wirklich Bescheid? Gibt es genug Austausch zwischen den beiden Gruppen? Und ich glaube, genau hier fehlen Wissenschaftskommunikatoren, die vermitteln, übersetzen und vielleicht auch manchmal Schiedsrichter sind. Meiner Meinung nach muss Wissenschaftskommunikation nicht immer so kurz und so einfach wie möglich sein. Manchmal denke ich sogar, wir halten die Leute für zu blöd. Wenn wir es zu sehr vereinfachen, zu sehr runterdummen, so sehr, dass wir die wichtigen Informationen gar nicht mehr vermitteln können, dann ist es klar, dass die Leute sich schlecht auskennen mit Wissenschaft. Deswegen denke ich, wir sollten ruhig uns trauen, den Leuten mehr zutrauen, auch mehr in die Tiefe zu gehen. Denn sie wollen es auch wirklich wissen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern würde ich raten, sich mehr zu trauen. Also ich weiß, wie es ist. Ich bin ja selbst Chemikerin. Ich war jahrelang im Labor und es ist ein komisches Gefühl. Wir sind es nicht gewohnt, rauszugehen, uns vor einer Gruppe von Menschen zu stellen und auch zu kommunizieren. Aber meiner Meinung nach sollte der Beruf Wissenschaftler, da sollte dieses Selbstverständnis mit drin sein, dass wir auch vermitteln müssen. Ich meine, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen, wir arbeiten mit öffentlichen Geldern meistens. Es ist auch unsere Verantwortung, das auch zu erklären, was wir mit dem Geld der Menschen machen.